Na, ihr Suchtis, willkommen zu diesem einmalig geilen Let's Show von Snot. Umgangssprachlich oder jetzt so frei übersetzt, Schnodder oder Rotze. Wenn ihr dieses Video seht, ist auch die Website fertig und auch auf Kickstarter das Video fertig, in dem einer aus dem Team schön alles erklärt. Deswegen schaut euch dieses Video vorher an, bevor ihr mein Let's Show guckt. Ich werde nicht alles so im Detail erwähnen, aber ich werde so ein bisschen was sagen. Aber schaut euch das Video auf jeden Fall vorher an. Ja, was soll ich dazu sagen? Alles ist eigentlich im anderen Video gesagt. Wir drücken erstmal auf Play. Ich finde, dieser Sound von Play drücken und so weiter hört sich an wie von Sonic. Aber das mal nur am Rande. Das Team besteht aus Tobias Mittelstädt alias Suncheck. Der sollte euch bekannt sein. In meinen Videos kennt ihr den schon von Secret of Mana und von Battle Bomberman. Musik ist immer noch ein bisschen zu laut bei mir hier, deswegen schreie ich so ins Mikro. Ja, also den solltet ihr kennen, ist ein Freund von mir, kennt er ja wohl. Der ist verantwortlich für Project Lead, Game Designer und Programmierer. Was so gut heißt, dass er das Projekt quasi anführt, der Game Designer ist und auch programmiert. Und fast genauso wichtig oder vielleicht nur ein bisschen weniger wichtig, eigentlich sind sie auf der gleichen Stelle, ist der Michael Hodkinson alias Mikey. Er ist der Pixel Artist und Concept Artist, das heißt, er ist für die ganzen Zeichnungen verantwortlich und fürs Konzept. Und ist der Game Designer auch, in der Hinsicht, dass er dann wahrscheinlich einfach mit verantwortlich ist, was er sich so für Zeichnungen ausdenkt und dadurch das Spiel halt designt. Und an dieser Stelle möchte ich gerade mal sagen, alles was ich sage, ist kaum abgesprochen mit den Entwicklern. Das heißt, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, nicht mich drauf festnageln, alles was in der Website steht, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ist natürlich richtig und nicht das, was ich sage, wenn irgendwo ein Widerspruch sein sollte. So, der dritte im Bunde, Jakub Derbig, auch ein Freund von mir, alias Kuba. Der ist fürs Finanziell und Project Managing da und für die Public Relations. Das heißt, er managt, ist so quasi der Manager von dem Team, guckt aufs Finanzielle, dass das alles passt und die Public Relations, so mit Werbung und so weiter. Und ja, so ist das. Thanks goes to DJ, Recki, Shana, Excelion, Quades, Simon. Was? Recki? Wieso stehe ich da? Wusste ich gar nicht. Doch, wusste ich. Weil ich hab das schon mehrmals aufgenommen. Und hab das mehrmals aufgenommen. Und habe auch die Demo einmal komplett jetzt durchgezockt. Muss ich ehrlich sagen. Wollte ich euch erst voreinhalten, aber ich denke mir, nee, komm, bist du ehrlich. Ich tue aber hinterher so, dass ich die zum ersten Mal spiele oder versuche zumindest so nachzuahmen. Gerade habe ich auch nochmal aufgenommen, da ist mir alles abgeschmiert. Das hat richtig Spaß gemacht, so nach 20 Minuten. Warum stehe ich da in der Liste? Weil ich habe so getan, als würde ich Let's Playen. Oder eigentlich habe ich das erste Mal versucht, das zu machen. Daraufhin kamen dann so ein paar Verbesserungen und so weiter. Also fast, ich will mich jetzt nicht zu sehr loben, aber ich denke mal, das ist so eine Art Premium-Tester. Die anderen testen und sagen, jo, das und das ist besser und das muss besser gemacht werden. Aber dadurch, dass ich halt ein Video gemacht habe, davon, hatte Suncheck natürlich die Möglichkeit, für sich selbst Sachen zu sehen an meinem Spielverhalten, sag ich mal so. Aber nicht falsch verstehen, ich will mich nicht im Himmel loben, aber es macht richtig Spaß, dabei zu sein und auch zu unterstützen. Und vielen Dank, dass ich hier die Demo spielen darf. Und hallo Kickstarter. Gerade auch erfahren, ich werde jetzt ein bisschen nervös, gerade auch erfahren, dass ich auf der Kickstarter-Seite mit meinem Video dann vertreten sein werde. Auch wenn sich das eher an englischsprachiges Publikum richtet. Vielleicht bin ich dann derjenige, der dann da ein bisschen Werbung für die Deutschen macht. Wie auch immer. Das macht mich richtig stolz und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu nervös werde dadurch. Soll man nur erwähnt sein. Zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt ist alles noch nicht fertig. Die sind da noch am Rumbasteln. Deswegen muss ich mir das immer alles so ein bisschen vorstellen, wie es dann hinterher sein wird. Das Spiel wird später auf Deutsch und auf Englisch verfügbar sein, also auch auf Deutsch. Hauptzielgruppe ist erstmal Englisch, aber es wird später auch auf Deutsch verfügbar sein. Und
wird im Jahr 2015, je nach Kickstarter-Erfolg, rauskommen. And a very big thanks goes to Hey It's Josh for all the demo music. Ja, ihr hört gerade schon die super Musik. Hey It's Josh hat richtig geile Musik gemacht. Da hat sich das Bezahlen gelohnt. Wobei ich glaube, er hat es jetzt so gemacht für die Demo. Und das andere ist dann halt kostenpflichtig. Keine Ahnung. Hope you enjoy the demo. Please note that this is an early build. Many of the graphics and gameplay mechanics will be refined and improved for the game's release. Ist eine frühe Phase der Entwicklung und die Grafiken und Gameplay-Mechaniken werden noch verbessert und neu definiert für den Release. Feel free to email us und so weiter und so fort. Also ich werde es auch so machen, das jetzt mal gerade als Randnotiz. Ich lese immer auf Englisch alles vor mit meinem schönen, schlechten englischen Aussprache. Und versuche das dann so ein bisschen hinterher zusammenzufassen. Entschuldigt mich, wenn ich es nicht immer mache. Aber auf jeden Fall nicht abschalten, euch die Demo angucken und auch mal selber spielen. Und eins muss ich noch sagen, nicht erschrecken, wenn es gleich ein bisschen ruckelt oder so weiter. Das liegt nur an meiner Aufnahme. Also das Spiel läuft top flüssig, ich glaube sogar in 60 FPS. Und ist einfach wunderbar. Und lieber selber spielen und nicht jetzt einen Eindruck von mir machen und denken, das ist aber doof. So sehr ruckelt es auch nicht. Aber ihr seht ja, ihr kennt ja auch die anderen Projekte von mir. Es ruckelt auch in den anderen so ganz leicht immer ein bisschen. Ich mache es halt mehr hobbymäßig und noch nicht beruflich, so wie die anderen Let's Player. Deswegen ist das halt einfach so. So. Snot, der Hauptcharakter. Die Schnecke, die wir da gerade gesehen haben schon. Da ist sie wieder. Springt hier durch die Gegend. Und kann schlagen. Und, in einer frühen Entwicklungsphase gab es ein Video, da hatte der noch keine Töne, das heißt weder schlagen noch springen. Das hat er jetzt und das finde ich richtig gut. Das war auch von mir ein Wunsch, finde ich gut, dass das dann implementiert wurde. Wir haben einen Held abgesammelt, weil wir hier lang gegangen sind, das war hier schön versteckt. Ich werde versuchen, nicht alle Geheimnisse zu finden, also die offensichtlichen natürlich schon, aber die anderen nicht. Und hier seht ihr das, dieses Ruckeln hier, ne? Also wenn ich so nach links laufe. Aber das kann auch sein, das ist nämlich für mich ein bisschen schwierig. In der Endaufnahme, also in der Aufnahme, wenn ich das mir angucke, ruckelt es nicht so sehr, wie es bei mir jetzt ruckelt beim Aufnehmen. Ja, ich habe halt nicht so einen Top-PC, aber es reicht. Wollt ihr noch irgendwas sagen? 15 bis 20 Euro soll das später kosten via Steam. Spenden wollen die 25.000 Pfund haben. Britische Pfund. Das ist gar nicht so viel. Heißt eigentlich, weiß nicht, 250 Leute, 100 Euro. Nee, doch. 250 Leute, 100 Euro spenden. Oder 2510. Also das ist jetzt nicht so viel, wie ich finde. Und bei 5 Dollar fängt es an. Da kriegt ihr noch nichts. Für 10 Dollar, für 10 habe ich gerade schon Dollar gesagt. Für 10 Pfund kriegt ihr die das Spiel. Für 10 Pfund. Und das ist immer noch dann günstiger als später dann via Steam. Und ja. Wir sprechen einfach mal die. Nur noch nicht. Eins wollte ich noch sagen. Tut mir leid, ich verzögere es ein bisschen hinaus. Aber da muss ich gleich während des Spielens nicht immer stoppen. Oder nicht so sehr. Der Hauptcharakter. Ihr habt das Intro-Video dann hoffentlich gesehen. Also, ich fasse es so ein ganz klein bisschen zusammen, so gut ich kann. Der Gott der Weichtiere ist gerade bei seiner Arbeit und muss dann niesen. Dabei kommt Snot zustande, die Rotze quasi, der Schnodder. Einmal richtig, ja, tschu, und weg damit. Damit ist er unzufrieden, will ihn gerade vernichten. Dann passiert ihm noch ein Missgeschick, dann kommt die Muschel, glaube ich, auf ihn drauf, also der Panzer von der Schnecke. Und dann will er den wirklich gerade vernichten und dann kommt ein Bösewicht, macht den Gott böse. Der dann alle angreift und attackiert und dann ist da diese Gefährtin, so eine Hilfe. Die dann letztendlich, Snot weiterhilft, einfriert und der fällt dann hier runter auf den Strand. Und im Laufe des Abenteuers entdeckt Snot die Mysterien des Universums und seiner eigenen Existenz. Und das geschieht auf eine witzige und teils sehr abgedrehte Weise, wie ihr hier schon seht, diese Wolke. Die können wir anquatschen, machen wir gleich, die können wir schlagen, passiert aber nichts. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Ach ja. Nicht erschrecken, später im Spiel gibt es eine Art Fee von Zelda, also so ähnlich wie die Fee von Zelda, die einem immer Tipps gibt. Deswegen kann es jetzt sein, dass man hier denkt, wie kommt denn da drauf? Aber da gibt es immer viele Tipps.
So, jetzt geht's endlich los. Hello slimy one, I'm the easy mode cloud and I like it soft. If the way forward is too hard, come speak to me, I will soften it for you. Bookaloo-kaloo. Voll lustig, das, wenn man das vorliest, muss man erstmal lachen, aber sonst, wenn man das so liest, eigentlich eher nicht. Having trouble, slimy one? Boogly woogly fulogity flat. The road ahead is ever so hard. Flappily slappily riddly woft. Now the road is much more soft. Badam! Zack, haben wir hier so eine Hilfe, wenn wir da nicht hochkommen. ja. Wir können ja aber nochmal anquatschen und wieder schwer machen. I know what it takes to make it hard again. How would you like that, slimy one? Just give me the word and I'll make it so. Gut, nochmal anquatschen, dann macht das. Oder sie oder es. Slappity. Slappily, flabbily, widdly, woft. The road ahead is ever so soft. Woggly, boggly, floggity, flat. Now the road is much more hard. Harden! Voll lustig. Und da habe ich schon gerade gesagt, oder auch in den ganzen Sessions, da ist so ein bisschen der Einfluss von Banjo-Kazooie zu spüren, weil da war auch immer alles so ein bisschen lustig und auch mit in Reimform. Und das sagt sogar der Mikey. Fetten Respekt an dieser Stelle an dich. Denn das ist eine richtig geile Arbeit, die du da geleistest. Sagt er auch in dem Video für Kickstarter, was so die Einflüsse sind. Da ist Banjo-Kazooie ganz oben mit dabei. Das merkt man auch. Und das sind passionierte Zocker und deswegen ist das Spiel einfach, weiß ich nicht. Alles, was man so haben will, alles, was man an Spielen liebt, ist einfach da drin. Das Beste von Banjo-Kazooie, das Beste von Zelda und alles genau richtig gemischt, wie ich finde. Nicht, weil Sunshack ein Freund ist, sondern einfach, ja, ist einfach so. Wenn ein Spiel nicht so gut wäre, würde ich das auch sagen. Und was mich stört, würde ich auch sagen. If you're in need of a shell, break some crates with your melee attack. The crates marked with a red X will always drop either a snail shell or a conch shell. Okay, also gibt es zwei Shell-Arten. The other crates are less reliable. Alles klar. So, und dazwischen können wir später im Spiel auch hin und her wechseln. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, aber so wird es dann sein. So, zu den Spielmechaniken erkläre ich gar nicht so viel, habe ich jetzt gar keine Lust zu, habe ich gerade gemacht. Aber das ist alles erklärt in dem Kickstarter-Video, deswegen guckt euch das an. Er spricht in einem sehr verständlichen Englisch und langsam und vernünftig und man versteht das. Also, wenn einer irgendwas nicht versteht, fragt mich oder den Entwickler. Alle sehr hilfsbereit. This is a mini flamingo point. Hit it with a melee attack to gain your strength. It also acts as a checkpoint. Also, wir kriegen hier unsere Kraft wieder und ist ein Checkpoint. Und wir haben hier schon gesehen, wird später auch nochmal erklärt, es setzt wieder die Welt zurück. Und gerade das andere Schild hat gesagt, in den Kisten mit den roten X ist immer ein Panzer drin. So, was ist hier? Look up to aim your attack upwards. You can also shoot lasers directly upwards this way if you have light power. Okay, also wir können hochschlagen und runterschlagen. Alles klar. Und hier sind so Totems. Die heißen aber nicht Totems, die heißen, kommen gleich noch. Aber ich kann ja ein bisschen vorweggreifen, die heißen Emotems. Weil die, ja, Emotion zeigen. Der eine lächelt hier oben, der gelbe, und der andere ist wütend, der rote. Rot wie wütend, passt auch super. If you are stuck and cannot go further, try activating the mini flamingo. They will also reset the map, habe ich gerade gesagt. Mini flamingo macht die Map wieder auf alt. So, hier ist wieder was drin. Das ist jetzt die andere Muschel. Jetzt könnte man sagen, ich möchte wechseln. Das geht später in dem Spiel, geht das wohl, aber hier nicht. Warning, jellies in a bit this area. Touching them in any way will inflict damage. You will need to find some other way to deal with these enemies. Ja, wir müssen aufpassen, da sind Tintenfische, will ich jedes Mal sagen. Ich nehme es 10.000 Mal auf und will jedes Mal Tintenfische sagen. Weil die aussehen wie Tintenfische, die gehen so hoch und runter. Wir sehen auch schon ein Vorschaubild von den Gegnern. Hier geht's auch hoch. Wahrscheinlich, irgendwie vielleicht. Will ich aber nicht vorweggreifen. Könnt ihr mal selber rausfinden. Und ich finde, die sehen aus wie Tintenfische. Sollen aber Quallen sein. So, Quallen. Die können wir nicht vernichten, stand da gerade. Und wir müssen die irgendwie anders besiegen. Da ist eine Schatztruhe. Kommen wir anscheinend nicht vorbei. Gut. Dann geht's hier weiter. Da ist links ist auch noch was. Aber rechts ist auch noch was. Aber links war auf jeden Fall. Was ist hier? Will increase. Ja, ja, das ist verständlich. Kriegen wir ein HP mehr. Und ja, viel Backtracking wird betrieben in dem Spiel. Also diese Muschel werfen wir so.
Können wir den so da drauf werfen? Nee. Aber die wirft man so gerade. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden. Was sagt er mir hier? Attack Crabs from behind? Ja. Haben wir jetzt schon so gemacht. Und ja, also halt Metroidvania-Style, ne? Also man sammelt Power-Ups ein und kann dann an Orte, die man noch nicht erreichen konnte. Ganz am Anfang, ganz links, habt ihr vielleicht gesehen, bin ich gerade nicht drauf eingegangen, konnte man da hoch. Ich kann mir vorstellen, dass man später irgendwie entweder höher springen kann oder dass man... Ups. Oh, genau richtig. Super. Wird später auch erklärt. Dass man da hochkrabbeln kann, so mit Schneckenschleim an der Wand lang. Oder höher springen. Eins von denen. Ich gucke jetzt auf meinen Zettel, ob irgendwo was noch steht. Ne, das habe ich alles gesagt. Ich hatte schon eine Vorversion von der Demo und hier ist wieder einiges verbessert. Ja, das ist... Genau. Das ist eigentlich unwichtig. Aber so ein paar Sachen hatte ich gesagt und das finde ich richtig toll, dass das auch angenommen wurde, sag ich mal. Als, ja nicht als, ja doch als Kritik. Und das wurde jetzt ein bisschen verbessert. Ist ganz schön. Zum Beispiel konnte man dann... Ist egal. Ja. Und hier geht's weiter. Da wird's gesagt. Emotem-Poles, so heißen die. Emotem. Kein Totem, ein Emotem. A very special. Try lining are three of the same color and see what happens. Ja, haben wir gerade schon gesehen. Tetris-like. Verschwinden die dann. So, ich hätte jetzt gerne die andere Muschel. Deswegen... werfe ich die eine jetzt weg. Komm, treffe ich die trotzdem noch? Ne, zu weit unten. Gut, dann müssen wir halt hier runterspringen. Oh, da ist wieder ein Upgrade, ein Power-Up. Könnt ihr mal selber gucken, wie ihr das findet. Also nicht, wie ihr das findet. Doch. Ich wurde getroffen. Müsst ihr später mal... Also spielt selbst die Demo und versucht, alle Power-Ups zu kriegen. Keine Angst, es wird euch auch mitgeteilt, wie viele ihr schafft. Und ja, kommen wir später auch noch zu, sobald es dann soweit ist. Jetzt können wir aber hier rüber jumpen. Muss ich die... Oh, das war lame. Muss ich die einzeln abballern, damit ich da nicht wieder runterfalle. So, schaffe ich es schon? Ja, ganz knapp. Und ich kann wirklich nur empfehlen und bitten, die auf jeden Fall... Also, das ist Pflicht, die Demo zu ziehen und mal anzuspielen und gucken, ob es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, habe ich noch eine Pflicht. Oh, ich nur noch ein Herz. Uiuiui. Habe ich noch eine andere Pflicht. Hier wird schon angezeigt, dass da eine Krabbe kommt. Das finde ich auch ein cooles Gimmick, dass man sieht, wer kommt. Zack, wieder HP. Oh, weiterkommen. So, jetzt drüber springen. Boah, das habe ich noch nie geschafft. So. Also das ist auf jeden Fall Pflicht und testen. Und wenn es euch gefällt, auf jeden Fall Freunden empfehlen, dass die das auch mal zocken. Und das wäre super, wenn ihr dafür spenden könntet, weil ich finde, das lohnt sich einfach. Das gehört einfach auf den Spielemarkt. Das ist ein richtig klasse Spiel. Ja, hier geht's weiter. Wollen wir den mal anquatschen? Was sagt er hier? I wouldn't trust these pirates if I were you. They seem to have sailed in from a... Ja, sollten wir nicht vertrauen, die kommen von einer anderen Dimension. Okay, gehen wir erstmal weg. Sammeln erstmal den Schatz ein. Nur wie kommen wir an den Krabben, Tintenfische. An den, ja, wie heißen sie denn? An den Quallen vorbei. Aber Fakt ist, irgendwie muss man dran vorbeikommen, weil sonst... Ah, zu weit. Zu kurz. Dann eben so. Und jetzt schön im Sprung. Jawohl. Irgendwie muss man an denen vorbeikommen, weil sonst gäbe es hier keinen... Oh. Sonst gäbe es da keinen Schatz. Da. Habe ich schon erzählt, wie geil die Mucke ist. Die passt richtig gut zu diesem Spiel. Ich sollte jetzt mal am besten ein bisschen schnell sein und damit ihr die Musik auch mal hört. Auch die Soundeffekte, alles richtig geil, alles passt alles richtig gut zusammen. Das ist auch eine Kunst für sich. Ich habe mal selber versucht, irgendwie mal was zu entwickeln und das war eine Qual. Das ist nicht so einfach, wie es hinterher aussieht. Die Musik passt richtig gut zu diesem Strandthema. Die ist gut.
So, richtig, richtig gut. Die ist doch richtig gut. Und ich habe einen Ohrwurm. Wir haben auch Lichtkraft, die nutzen wir doch jetzt. Wir können einmal die Muschel machen. Oh, und einmal können wir uns selber. Da können wir Laserstrahlen schießen und da können wir dann auch alle abballern. Wenn wir denn auch mal treffen. So, hier ist der Schatz. Die Musik ist so geil. Ein Easter Egg. So geil. Ja, und jetzt? Ist es leer. Okay. Jetzt kommt die erste kleine Kritik. Das ist nicht verbessert worden. It's empty now. Jedes Mal, wenn ich jetzt interagieren drücke, sagt er diesen Text. Das kann ich aber damit vermeiden, dass ich jetzt nochmal ein Schild lese und jetzt geht das nicht mehr. Und eine Kleinigkeit, Pause Screen, Controls. Also wir können sowohl mit Maus und Tastatur spielen, alles frei konfigurierbar, als auch nur mit Keyboard und wie ich das spiele, mit Gamepad. So, und jetzt schaut euch das mal an, fällt euch was auf. Schaut mal in die Mitte des Gamepads, das Gamepad kommt einem wohl bekannt vor. Und da steht auch der Markenname drauf, aber das ist nicht ein Markenname, wie er eigentlich heißt, sondern Snot. Da merkt man wieder die Liebe zum Detail. Kleines Gimmick am Rande. So. Jetzt laufen wir wieder zu den Piraten und gucken, dass wir da nicht sterben. Und ich bin jetzt mal bis dahin still, damit ihr einfach mal unkommentiert die Musik genießen könnt und die Soundeffekte. Und da sind wir auch schon jetzt endlich angekommen. Wir gucken mal, dass die uns nicht angreifen tun. Da ist wieder der Witz, wenn ich den schlage. Son of a Biscuit Eater. Und der andere. Okay, den kann ich erstmal ansprechen. Joho, in the middle of bottle of. Oh. Okay, der sagt nichts anderes. Wenn ich den schlage. Ah, oh, right in the Dublon. Genau in the Dublon. Ja. Okay, und der andere, was sagt der, wenn ich den anquatsch? Erstmal will er mich angreifen, dann doch nicht. Ah, I be Captain Todger, and this here's what's left of me crew. We've sailed the several seas searching for booty in order to pay our debt to the accursed Wenchbug. The hands of fate has slaughtered his role in this game, and now this doom will come for me, if I cannot fund the project. Also wenn, die stehen in den Diensten von dem und die müssen ihm Geld bezahlen und wenn er das nicht schafft, dann die müssen das Projekt funden, also, ne, das Projekt Kickstarter auf die Beine stellen. Aber don't to faint with no chance of return. Ah, hast du irgendein Geld gesehen? Die sind verdammt und ohne Chance auf Wiederkehr. Und ob ich Gold gesehen habe? Ja, in der Truhe war was. Quick, you scurvy dog, bring the treasure to me. Blow me down, you found a booty? Ah, but this be a worthless Easter egg. Ja, da ist aber noch Schatz gewesen. A chest full of gold doubloons, you say. Watch on me, jollies. This be enough to repay the Wenchbug and fund the Kickstarter project. Sehr geil. Okay. Die werden da jetzt hingehen. Son of a Biscuit Eater. Wenn ich den jetzt nochmal anquatsch, sagt er dann wieder was. I be Captain Toucher. Und das ist was. Nee. Wir suchen nach, Booty. Bla bla bla. Ja. Einmal hat er bei mir irgendwas gesagt mit Ankerlichten und so. Da. Weigh anchor and hoist the mizzen. You can deliver the egg to Mo to unlock the path to the Wenchbug. Ah, das habe ich hier noch nie gelesen. Alles klar. Das spielt auf gleich an. Und guckt mal in diesen Totenkopf. So ein bisschen Depri. Oh. Voll lustig. Okay. Unten ist auch noch, aber da geht es nicht lang, glaube ich. Nee. Wir sollen jemandem das Osterei bringen. Das habe ich letztes Mal zufällig nur erfahren, weil ich das Osterei schon hatte. Aber es ist auch ein guter Hinweis wieder vom Spiel. Das ist ein guter Hinweis. Und ich habe beschlossen, dass beim ersten Mal, als ich die Demo gemacht habe, hatte ich 50 Minuten gebraucht. Das ist jetzt nicht so viel. Und deswegen wird das an einem Stück kommen.
Sometimes you need to take a path that is less obvious. You should use the mini flamingo to reset the world if you get stuck somewhere. Okay, sind wir jetzt stuck? Ja, wir sind jetzt stuck. Ah, ich sehe, Seht ihr auch, was man machen muss? Schauen wir mal. Wir machen jetzt erstmal... Wir treten jetzt erstmal den Mini-Flamingo. Das ist übrigens nur ein Mini-Flamingo, das ist ein Checkpoint. Später im Spiel habt ihr auch im Video gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, schaut es euch an. Ich kann es nur oft genug sagen. Haben die richtig gut gemacht. Und, der Flamingo ist ein Speicherpunkt. Später, also richtig speichern. Nicht nur so ein Checkpoint, sondern richtig zum Speichern und auch zum Warpen zwischen den verschiedenen Welten. Weil es wird ja viel Backtracking betrieben werden müssen, wie es halt so üblich ist. Und wenn man dann wirklich nur laufen muss den ganzen Weg, ist das ja blöd. Das wäre ja dann blöd. Wir holen uns eine Muschel. Ich hab wieder gesungen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr so sehr tun. Wieso trifft er mich? Ja, wie oft noch? Okay. So. Hier ist ein Oster-Typ. Wie heißen die? Osterinseln, ne? Heißen die. Und wir haben ein Osterei. Was heißt das denn wohl? Mal gucken, was er sagt. Ich greife ein bisschen weit. Oh, young Gastrobot, what this business do you have with no? Mo is over 1000 years old. Does not usually speak. Oh, was hast du denn? Mo ist über 1000 Jahre alt. Er spricht normalerweise nicht mit den meisten neugeborenen Schnecken. Are you here to report that it is Easter already? Und dann hört er eigentlich auf, was zu sagen. Und jetzt, weil ich das Osterei habe, sagt er, Easter ist hier, Mo. Und er sagt, Mo, und deswegen hat er den Mund auf. Richtig geil, die Details. Und da oben geht's dann auch irgendwann weiter. Okay, ab in die Höhle. Und wir haben eine neue Musik. Wobei keine Musik richtig, sondern Soundeffekte. Tropfsteinhöhle. It is really dark in here. A light bulb shell would be useful. Just combine a snail shell with light energy. Okay, machen wir. Ich habe jetzt aber keine, deswegen muss ich die erst wegwerfen. Und Light Energy. Ah, jetzt sehen wir auch was. Okay. Gut. Dann jumpen wir hier lang. Hier geht's rechts wohl noch lang. Und schwupp, schwupp. Und ins Unbekannte springen. Okay. Hier geht's wieder raus. Man sieht schon eine kleine Vorschau vom... Ja, von was es ist. Sehe ich gerade beim ersten Mal. Oh! Den habe ich noch nie gefunden. Oh, wir wollten hier ein... we were going to hide a secret item here. But now there's nothing here. Sorry. How would you like a congratulations instead? Congratulations, well done you. Give yourself a pat on the back. Maybe help fund us on Kickstarter too? Oh, by the way. It's a well-known fact that throwing light bulbs at people can bring happiness to all. Jetzt will er, dass ich das Ding hier wegwerfe, dann sehe ich doch nichts mehr. Ah, oder meint er... Weißt du was? Ich werfe das jetzt einfach mal. Das ist jetzt was, das erkunde ich wirklich. Das tue ich jetzt gerade nicht so, sondern das habe ich noch nie. Oh, da muss ich aber sehr weit laufen. Ach, weißt du was, das ist es wert. Habe ich wirklich noch nie? Also habe ich nicht entdeckt. Oi, walk the plank. Quick, light power up overboard. Okay. Verdammt. Jetzt habe ich was gemacht, was ich überhaupt nicht machen wollte. Das war das einzige Secret, was ich nicht gefunden habe. Und ich glaube, das ist das am schwersten versteckte. Jetzt habe ich es euch doch gezeigt. Verdammt. Aber nur durch ein Versehen. Bitte entschuldigt es mir. Seht es mir nicht nach. Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich nehme auf jeden Fall nicht nochmal auf, nur weil ich das jetzt gezeigt habe. Ah. Geil. Das ist richtig geil. Hab auch noch genau den richtigen angequatscht. Aber vielleicht hätte ich auch den anderen schießen müssen. Ja. Durch ganz viele Versehen habe ich das jetzt gemacht. Ich wusste nicht, dass es da ein Secret gibt. Wobei, es war eigentlich fast vorauszusehen.
Aber wenn ich schon aus Versehen dieses Schild finde, ja, war jetzt ein Versehen. Das sieht aus wie ein Wald. Das ist auch ein Wald. Ich greife vorweg. Und hier geht's noch hoch. Ja, eigentlich wollte ich hier lang gehen und das mal machen. Da ist ein Secret, sage ich jetzt mal. Aber das mache ich jetzt nicht. Das überlasse ich euch selber rauszufinden, was da ist. Ja, dafür habe ich jetzt ein anderes Geheimnis gefunden. So. Neue Musik. Welcome to level 2. You won't find any light energy falling from the sky in this place. Also wir finden keine Lichtenergie, Lichtkraft. Hat den Hintergrund nur in Orten, wo die Sonne scheint und wo kein Schatten ist. Da scheinen die hin. Da fallen die hin. Ähnlich wie Plants vs. Zombies. Da ist auch Sonne. Das ist ein kleiner Einfluss von Plants vs. Zombies. Weil nur kommen nur die Energie, wenn es Tag ist. So. Und hier fällt ja viel Schatten. Mein Mund macht schon nicht mehr mit beim Reden. Okay. Na, wieso treffe ich den denn jetzt nicht mehr? Doch. Na, das mache ich von hier. So. So, und tschüss. Auch richtig geil designt, ne? Und die Musik passt auch wieder zum Thema. Ne? Also passt alles wunderbar und das ist eine Kunst für sich. So. Autsch. So. Was sagt er denn hier? Beware of jumping shrooms. Pass auf vor springenden, ja, Mushrooms, Pilzen. Okay, habe ich schon besiegt. Go down to find the secret. Guck mal, wie zufällig er jetzt so guckt. So hat gerade die Augen geschlossen und jetzt guckt er so. Ah, jetzt hat das wieder auf. Okay. Ist aber ein netter Hinweis von denen. Hier ist noch Secret. Ja. Da merkt ihr wieder mal den richtig geilen Humor in diesem Spiel. Dann gehen wir halt hier wieder lang und springen da hoch. Und wir kommen nicht wieder runter. Wir kommen nicht wieder runter. Treff ich den? Nee, gerade eben nicht. Jetzt aber. Ey. So, und tschüss. Hier, diese Pilze sehen aus wie Glocken. Ich glaube, das ist sogar gewollt. Hold right to come further. Ja, gerade der Hinweis war natürlich sehr, ne, dürftig. Jetzt würde ich gerne abstimmen, mache ich das oder nicht. Aber komm, einmal vertraue ich dem noch. Und die haben recht gehabt. Okay, springen wir hier weiter. Ich glaube, da unten geht es nur wieder zurück. Hier are two secrets. Zwei Geheimnisse. Okay, ja, dann viel Spaß beim selber rausfinden. Ich habe jetzt schon ein Geheimnis gefunden, was ich eigentlich gar nicht zeigen wollte. Aber das war ja ein Versehen. Geh nach links. Nö. Oder? Nee, da komme ich nicht wieder zurück. Da gehe ich nicht lang. Eins wollte ich noch. Ja. Sichert euch Vorteile durch Spenden. Ihr kriegt das Spiel günstiger für 10 Pfund. Und ihr unterstützt eine sehr geile Crew dabei. Geh nach rechts. Okay, da komme ich aber wahrscheinlich nicht rüber. Doch, mit einem genau richtigen Jump. Jump down. Ja, witzig. Autsch. Wenn ich da hoch will? Ne, geht nicht. Okay, dann jumpe ich jetzt down. Ja, super. Da oben war aber was. Könnt ihr aber mal selber probieren, wie ihr das hinkriegt. Ich möchte ja nicht alles vorwegnehmen. Ihr solltet ja die Demo spielen, Mensch, und selber begeistert sein davon. Da ging's hoch und da ging's hoch. Guck mal, wahrscheinlich gehe ich hier und dann gehe ich eh da rechts vorbei. Treten wir einfach mal kaputt. Was ist dort oben? Keine Ahnung. Kommt man nicht hin.
Zumindest noch nicht. Also wahrscheinlich später im Spiel. Kann sein, dass man dann da irgendwann hochkommt. Das klingt aber komisch. Aua, und der macht richtig viel Schaden. Und ich glaube, für 20 Pfund, das ist mehr als man dafür bezahlt bei Steam, kriegt man, glaube ich, auch Specials. Ich glaube, ein Poster und das Artwork oder so. Das seht ihr aber selber auf der Kickstarter-Seite. Geh hier runter. Dann gehe ich jetzt da runter. Ja, mach ich mal. Nee, ist nicht. Ja, doch, das hat sich jetzt ein bisschen gelohnt. Wir haben wieder eine Muschel eingesammelt. Ja, lass mich. Lass mich. Wow. Und ich glaube, hier war ich gerade. Ja, da sind wir gerade von unten gekommen. Und was auch interessant ist, ihr seht selber auf der Website. Auf der Website von Snot habe ich alles verlinkt, wie gesagt. Es gibt Kickstarter-Ziele. Das heißt, wenn mehr Geld erreicht wird als 25.000, dann gibt es, ich sag mal, 7.000 mehr gibt es dann dies und 7.000 mehr gibt es dann das. Und dafür könnt ihr auch abstimmen. Geh nicht nach rechts, sagt er. Dafür könnt ihr auch abstimmen. Aha. Schießen wir den mal ab. Nimm's. Und kommen wir darüber. Nee. Now you're lost. Well, I want you. Jetzt bin ich verloren. Oder wir sind jetzt verloren. Wir wurden gewarnt. Naja. Ja. Und ihr könnt für die Inhalte, die dann kommen sollen, voten. Also die sagen nicht einfach ja, dann gibt's einfach das einfach, weil das ist das Beste. Sondern ihr könnt selber voten und sagen, das und das möchten wir gerne als Extras haben. Zum Beispiel Map-Editor oder Multiplayer-Modi oder einfach ein Content-Update, ne? So, und hier sieht's doch sehr nach gefährlich aus. Oha. Wait, I was cut from the game? They cut me from the game? I was supposed to be the main Valiant's bodyguard. Ich wurde aus dem Spiel geschnitten? Ich wurde wirklich geschnitten? Ich war mal dafür gedacht, der Bodyguard des Hauptbösewichts zu sein. And now I've been reduced to a mere demo mid-boss. It makes me so mad. Und nun wurde ich reduziert auf einen dämlichen Demo-Mini-Boss. Macht mich so wütend. Ja, was soll das sein? Für mich sieht das aus wie ein, Marienkäfer. Oh! Bossmusik. Ja, mit Boss, ne? Klar. Okay. Okay, ich habe ein bisschen Zeit während der. Warte, das war doof. Oh, die Musik ist so geil. Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong. Ah, okay. Also, ich habe ein bisschen Zeit. Wow. Wir haben ein bisschen Zeit, bevor der sich rollt. Und ich glaube, da ist er dann verwundbar. Ja. Scheint so zu sein. Und ich muss dazu sagen, beim ersten Mal spielen, meine Lernkurve, ich habe das nicht so schnell gerallt wie jetzt. Gut, ich habe jetzt auch, sehr drauf geachtet, ne? Und natürlich wusste ich es jetzt auch. Aber es hat lange gedauert, bis ich den rausgefunden habe, wie der geht. Okay. Und der eine ist auch schneller als der andere und dann verarscht er uns und dann geht er hin und her und hin und her. Wow, wow, wow. Also, ist sehr komplex. Mist. Wow, und der rollt schneller. Also sehr komplex, die Bossfights. Zumindest dieser Zwischenboss schon allein. Ich will nicht wissen, wie komplex die anderen Bosskämpfe werden. Ich habe beim ersten Mal gesagt, dass das Spiel angenehm schwer ist. Herausfordernd und, also, schwer ist falsch. Also eigentlich eher herausfordernd, aber genau den richtigen Grad. Das heißt nicht unfair. Upp. Sondern, fair schwer einfach. Und was habe ich bei diesem Boss hier geflucht? Aber nur weil ich nicht gesehen habe, wie es geht. So, jetzt aber. Komm. Jawoll. Dreimal schlagen, auch typisch. Er hechelt da.
Okay. Ouch, you have beaten me, little mollusk. I see you have collected 2 out of 5 health ups and 1 out of 3 light power ups. Okay, da sehen wir nämlich, wie viel wir gesammelt haben. You in a rush or something? Ja, und dieser Text verändert sich auch, je nachdem, wie viel wir einsammeln. Hatte leider noch nie alles eingesammelt, deswegen das versuche ich nochmal alleine für mich, weil ich weiß jetzt, wo alle sind. Mal gucken, was er dann sagt. Probiert's mal selber aus. Ja. If you enjoyed beating me down, you should help funds not on Kickstarter. You will be able to fight more powerful enemies with nicer animations. Okay. Also wenn wir genossen haben, ihn zu besiegen, sollten wir Snot funden on Kickstarter. Und wir können noch mächtigere Gegner mit noch schöneren Animationen. Und noch schöner, also da geht doch kaum noch was besser. Machen. Well, see you in the museum level. Backers only, also nur für Backers. Thanks for playing, if you click on more, the game ends. Okay, wenn wir jetzt nochmal klicken, hört das Spiel auf. Deswegen lassen wir jetzt diesen Bildschirm. Das letzte Mal habe ich einfach gespielt und dann war ich raus aus dem... Und da habe ich dann ein Bild hingemacht. Es kommen trotzdem nochmal ein paar Screenshots einfach im Anschluss. Vielleicht komme ich auch an das Video ran, an das Intro-Video oder so, dass ich das... Ja, weißt du was, das fällt mir jetzt erst ein. Hätte ich doch die ganze Zeit machen können. Ich kann auch versuchen, das Intro-Video vor mein Video zu spielen. Vielleicht krieg ich das hin. Gucken wir mal. Ja, Museum-Level. Da wird er zu sehen sein. Also es gibt extra ein Museums-Level, das hat der Mikey auch gesagt in seinem Video, wenn ihr das jetzt hoffentlich gesehen habt. Letzte Chance, jetzt gucken. Das ist aber nur für Backers und das zählt dann wirklich für die, die mehr spenden, als das Spiel hinterher kostet. Das heißt ab 20 Euro, glaube ich. 20 Dollar. 20 Pfund. Jetzt habe ich aber alle Währungen durch fast. Alle wichtigen. Und die kriegen das Museum-Level. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann diesen Boss auch zu sehen gibt oder man kann das spielen, so wie es in der Demo war. Ja, und was bleibt mir dazu zu sagen? Resümee, ich habe alles gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe, habe einen riesen Zettel. Empfehlt es euren Freunden, schaut euch das Spiel an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall Kommentare unter das Video, wie ihr das findet, dass ich mal hier so ein Spiel anspiele, was es noch gar nicht gibt. Ja, und viel Spaß beim Spenden und das Spiel dann später spielen. Ja, bleibt sonst noch was zu sagen. Vielen Dank an Suncheck, Mikey und an Kuba für dieses wunderbare Spiel, für diese Demo. Ich freue mich schon tierisch drauf. Das Spiel wird später auf jeden Fall Let's Played. Und ja, muss ich noch was sagen? Ich überlege gerade mal. Ich überlege auch schon jetzt, wie ich das später geschalte, ob ich jetzt gerade noch Bilder laufen habe oder nicht, oder noch irgendein Video oder so. Weiß ich noch nicht so genau. Deswegen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielen Dank an alle. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.